Moin! Ich habe eine neue Lesestunde für euch, weil wir so viel Post bekommen haben. Wie lustig das ist. Also größtenteils. Vor allem die illustrierten Geschichten. Die letzte Story war die Abfahrtprämie, illustriert von Daniel Faller. Und jetzt habe ich eine neue Geschichte für euch. Die Außentemperaturen sind immer noch einstellig. Winterzeit. Also wenn es ums Autofahren geht und die Karre nicht anspringt, dann haben wir jetzt eine Lösung. Das Thema heißt Starthilfe. Die geben wir euch gleich. Vorab kann ich euch sagen, es lohnt sich dran zu bleiben, denn nach dieser Lesung geht es um eine Art Verlosung. Ich habe nämlich in den letzten Geschichten so ein bisschen Fragen gestellt. Und die coolsten Antworten oder die richtigen Antworten kriegen was von uns. Das heißt, die Leute, die was gewonnen haben, sollten jetzt dranbleiben, weil nachher gibt es Überraschung. Aber jetzt erstmal eine neue Geschichte aus der beliebten Reihe Jetzt mach ich's mir selbst. Ja, heißt so. Und das Thema habe ich schon gerade gesagt. Winterzeit heißt Starthilfe. Ausgabe 25. Jubiläumsausgabe. 25. Ausgabe. Da haben wir übrigens dem Gott der Fortbewegung ein Opfer gebracht und haben ein Firebird verbrannt. Aber das ist eine andere Geschichte. Also, aus dieser Ausgabe jetzt Starthilfe. Winterzeit. Wenn Außentemperatur und Motorkompression unter 0 Grad fallen, kann es Probleme beim Starten geben. Ausgeschlagene Solex-Vergaser und abgebrannte Kontakte wollen den Zündvorgang nicht einleiten. Der Motor springt nicht an. Kein Problem, Motorhelfer hat für euch die exklusive Lösung, um selbst den ausgenudelsten Schlitten bei eisigen Temperaturen wieder als Fluchtwagen einsetzen zu können. Zufälligerweise haben wir einen Opel, der Zuverlässige, genommen. Natürlich ist er zuverlässig, aber ein Kadett B aus unserem Fuhrpark, der hatte da so seine Probleme. Deswegen hier die Vorlage Opel Kadett B. Also, Starthilfe. Erstens. Es ist kalt und der Motor springt nicht an. Motorhaube öffnen und Luftfilter demontieren. Zweitens, in die Motorhaube direkt über der Vergaseröffnung ein 2 bis 4 mm großes Loch bohren. Oh Gott, oh Gott. Wer das nicht will, den empfehlen wir alternativ die Waschdüse zu entfernen, um dann später den Schlauch durchzuführen. Drittens, einen 2 bis 3 Meter langen dünnen Druckluftschlauch aus dem Aquariumbedarf besorgen. Geheimtipp. Viertens, den Schlauch vom Vergaser bis in die Fahrgastzelle verlegen. Fünftens, im Baumarkt eine Dose Startpilot mitgehen lassen. Kann sie natürlich auch kaufen, aber wir machen ja hier auch Low Budget. Also, eine Dose Startpilot. Sechstens, darauf achten, dass das Schlauchende im Vergaser steckt. Dann die Motorhaube vorsichtig schließen. Siebtens, Spraydose mit dem Ende des Aquariumschlauchs verbinden und in die linke Hand nehmen. Für Porsche-Fahrer mit Vergaser, ihr müsst natürlich die rechte Hand nehmen, weil der Zündschlüssel natürlich auf der linken Seite ist. Mit der rechten Hand den Zündschlüssel umdrehen und gleichzeitig den Knopf des Startpilots drücken. Dauert einen Augenblick, ne? 2 bis 3 Meter Kabel bis in den Motorraum. Sobald der Motor anspringt, das Gaspedal voll durchtreten. Zehntens, nach höchstens 5 Sekunden die Zufuhr stoppen und mit Vollgas zum Après-Ski. So sieht's aus. Der Schlitten läuft, funktioniert immer. Wir haben übrigens diesen brandheißen Tipp damals von Det Müller bekommen. Den kennt ihr ja auch aus der Sendung, wo ich auch mal mitspiele. Grip, Defekt-Tuning. Det Müller hat immer in seinen alten Ford P5 und P7 solche Schläuche reingelegt. Danke für die Inspiration.
lag natürlich meistens daran, dass die Fahrzeuge schlecht gewartet waren und nicht so richtig anspringen wollten. Kaltstartklappen und so weiter, was da alles nicht funktionieren kann. Ja, solltet ihr aus irgendwelchen Gründen keinen Startpilot haben, vielleicht habt ihr Bremsenreiniger. Bremsenreiniger ist ähnlich gut, um eine Karre zu starten. Und wenn ihr dann noch ein Dekra-Feuerzeug habt, dann ist die Sache natürlich auch komplett abgesegnet. Also, ihr wisst jetzt, wie es geht, wenn der Schlitten nicht anspringt, Startpilot, oder ihr nehmt einfach Bremsenreiniger. Und dann sieht das so aus. Alles klar? So, das war unser Tipp. Und ausnahmsweise empfehle ich euch mal, macht den unbedingt nach. Wenn allerdings das Feuer aus dem Motorraum kommt, dann habt ihr das falsch gemacht. So, und jetzt kommen wir zu einer ernsthaften Sache. Also, die Verlosung. Danny Schramm war zu Besuch. Custom Painter aus Hamburg, geiler Typ. Habt ihr vielleicht auch gesehen. Er hat die Frage gestellt, was heißt denn PCP? Also Peelable Car Paint ist natürlich die richtige Antwort. Haben viele Leute gewusst. Aber am meisten Kreativität hat Fritz von Rost bewiesen. Ich vermute, das ist ein Künstlername. Fritz von Rost hat geschrieben, primär lackierbares Kondompräparat, Fusch chemisches Pornozeug, Perfection Convertible Product, Pornochemieprodukt, Händelhub Chemnitz Post oder Post. Völlig bescheuert. Aber fanden wir geil und deswegen kriegst du von Danny diesen schönen Beutel. Sind zwei T-Shirts drin, in verschiedener Größe. So, was ist noch da drin? Ey, voll das Merchandise-Paket, ein Kugelschreiber in dieser Danny CI-Farbe. Und ein Block, falls du ein Custom-Projekt hast und Notizen machen willst. Und Aufkleber. Geil. Metal Flake. Tolle Sachen. Papi. Und da ist es. PCP. Noch ein paar andere Sachen. Und jetzt wird es richtig schlimm. Seid froh, dass YouTube kein Geruchsding übertragen kann. Wunderbaum. Also ich kaufe keine Wunderbaum behängten Autos. Kommt auf die Geschmacksrichtung an. Das hier ist irgendwie so ausgetrocknetes Candy Apple Red, würde ich mal sagen. Also, Fritz von Rost, das gehört dir. Schreib mir eine E-Mail, Adresse nicht vergessen und dann kriegst du den Stoff. Dann hatten wir noch eine tolle Geschichte. Mit dem Auto auf Schienen durch einen U-Bahn-Tunnel. Total crazy, die Nummer. Und von dieser Aktion war noch eine Felge übrig. Lochkreis 4x108. Wir haben diese Felge nie benutzt, weil alles glatt gegangen ist, als wir den Taunus auf die Schienen gestellt haben. Ich habe rumgefragt, wer kann jetzt diese Felge gebrauchen? Und Thomas Herrmann kann sie gebrauchen. Also Thomas, schick mir deine Adresse. Nee, ist eigentlich scheiße. Komm einfach vorbei. Schick mir deine Nummer, wir telefonieren. Ich habe dann aber leider noch mal nachgefragt, für welches Auto denn. Und dann hast du geschrieben, Citroën Saxo. Also, ich erwarte ein Foto, wenn die Felge da drauf ist. Für welchen Zweck auch immer. Citroën Saxo, das ist eine Herausforderung. Okay. Ja, eins habe ich noch. Ausgabe 30. Es ging um die Abwrackprämie. Und diese Ausgabe schicke ich einfach jetzt Jürgen Müller, weil er hat einen geilen Kommentar. Er kommentiert sowieso immer alles. Schöne Grüße, Jürgen. Hat auch erzählt, dass sein Nachbar Schrotthändler ist und Sachen erzählt hat, von denen ich ein paar Geschichten kenne. Und das ist wirklich abenteuerlich. Also, Jürgen schreibt Gruß aus Minden. Gruß zurück, Jürgen. Ich war auch schon mal in deiner Garage. Kriegst eine Ausgabe 30. Also schick mir noch mal die Adresse. Ja, Leute, das war die neue Leseshow mit dieser schön illustrierten Sache für die Kaltstarthilfe. Also, ihr wisst jetzt, wie es geht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich freue mich auf eure Kommentare. Hinterlasst ein Abo, drückt die Hupe. Bis bald. Tschüss.